So, jetzt muss ich jetzt mal kurz hier checken, was eigentlich die Spezialisierungen sind. Ah ja, Kombo-Punkt ist es eine, genau. Oder inneres Auge. Greift markierte Gegner an, um die Leiste eures inneren Auges aufzufüllen. Wenn sie voll ist, erhält ihr viel zu lange unbegrenzte Energie. Ja, ist doch interessant. Ereignis direkt davor. Ich komm. Ah, fahr ich schnell weg. Ich brauche mehr Zeit. Na, Odin, das da machen. Allumfassende Dunkelheit. Warum ist Mutter gegangen? Ich will nicht alleine sein. Kannst du doch von uns stehen bleiben, Tobi? Wie bitte? Warte, ob du kurz drin stehen bleiben kannst, ich muss mal Blitzkugel mal anfangen. Genau in dem Kreis um die. Ja. Und leider meistens Freunde. Was soll denn die machen überhaupt? Was soll denn die machen? Die hier eskortieren, wo wir nicht im Kram stehen. Unsichtbare Mini, also fast nicht sichtbare Rolle hier. Ja. Die Kreise. Ja, ist der Odin gewesen. Der will auch los. Odin ist immer an unserer Seite. Hey, jetzt habe ich ihn durchgegangen, jetzt kann ich Dauerfeuer machen. Okay. Ja, das Auge ist ganz nice. Klingt doch gut. Spezifikation. Sobald es einmal voll ist, habe ich dann unbegrenzt Energie. Das heißt, ich kann alle anderen Fähigkeiten ausbauen. Also durchgehend. Alles gut. Hier rein. Vergessene Archive. Jo. Ist gut, dass ich es durchsetze, dass wir mal den. Den Dungeon-Namen sagen, wenn wir reingehen. Hallo, Andi. Fazit bisher ganz gut. Also, zumindest mein erster Tag. Die Jungs haben schon länger gespielt. Macht schon Spaß. Meiner Meinung nach schon an die. Ich habe gerade wieder gelesen, töte die dämlichen Frontsoldaten. Also manchmal. Immer diese dämlichen Frontsoldaten, ey. Epilepsie. Ich muss hier noch den vergessenen Kodex bergen. Hätte.
Was ein Effekt-Spam. Also zumindest wenn wir jetzt auch mit Diablo 2 angeregt gleich. Das, was wir da gespielt haben am Anfang. Das ist hier deutlich besser, muss ich sagen. Wann er rausfliegt, gehen wir raus. Und 5 Minuten später waren es draußen. Du meinst, sobald einer rausfliegt, hören wir auf, insgesamt. Ja, war auch wirklich so. Das müssen wir nochmal als Short eigentlich, muss ich nochmal neu machen. Mal so verbuggt am Anfang. Ja. Okay, wenn ich da was trennen kann, ey. Hey, Dämonenherz. Andi schreibt, ich werde mir das irgendwann kaufen, aber Diablo 2 Resurrected und Warcraft 3 Reforged haben mein Vertrauen auf ein Portal gegrenzt. Nachvollziehbar. Vor allem Warcraft Reforged. Okay, ich bin gerade durch eine Tür gelaufen, also ja. Also ein paar Bugs hat Andi, aber die gehen bisher. Das sind ein bisschen eher lustige Bugs als irgendwie Gamebreak-Ding. Ja. Und das war's bei Diablo 2. Plus noch Release. Das wissen vielleicht wirklich gut spielbar, aber damals im Release war es schwierig. Wenn ihr jetzt hier auf YouTube guckt, aber jetzt kurz das Diablo 2 der 2 rein verfolgen und es nur hat, dann wisst ihr es. Da war relativ schnell die Luft raus. Und steht Bugs aber hauptsächlich. Ja. Wow, jetzt sehe ich nichts mehr. Wieso das? Nein, guck mal, mein Charakter wild links, da wisst ihr, was ich meine. Ich sehe schon noch was, aber mein Charakter eigentlich nicht mehr. Das ist schon super für einen Fernkämpfer. Ach, Andi, hast du gemacht? Ja, cool. Guck ich mir da mal an, was du da gezaubert hast. Andi hat jetzt nämlich Content für meinen Channel produziert. Andi ist abenteuerliche Backwelten. Lecker Frage, was machen da? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Welchen Channel? YouTube oder OnlyFans? Auf YouTube. Cringe vom Feinsten, also wahrscheinlich irgendein Trash oder irgend sowas. Oder vielleicht sogar VR. Das ist auch Cringe von Cringe, ich komm drauf an. Penisporte? VR wäre natürlich echt cooler. Nee, kann ich dir trotzdem jetzt mal hier eine Idee geben, weil ich werde nie VR machen, weil ich habe da Probleme mit. Also ich werde die nie für euch auf dem Channel. Ich habe eine Kiste, ich lauf. Okay.
Also es wäre ja auch was, dass du dir mal überlegen könntest, wenn du das irgendwie aufnehmen kannst. Genau. Wenn es jetzt nicht ist. Verrat mir das noch nicht. Kommen uns jetzt alle nach an, aber sonst alles gut. Holen wir mal den zweiten. In die zweite Kiste. Ich bin noch nicht bereit. Eine Latte an dieser Spezifizierung machen. Ist also, dass ich immer nur die Gegner angreifen schnell muss, die im Auge beim Kopf haben. Also nicht schnell, aber ich muss, sollte die töten, damit sie schnell füllt. Ja. Wollte ich wundern, wenn ich manchmal auf irgendwelche Gegner random ziele, weil ich die halt das Ziel habe. Völlig okay. Ich lauf nur weg und schieß hinter mich. Du spielst dich sauber dann. Vor allem wechselst aber mal spontan. Gerade was ist noch da hinten, jetzt auch mal das hier. Was Fabi machen muss, wenn so ein Bild fertig ist, ist stehen bleiben und gleich eine Explosion drücken. Drückt halten, nicht einmal drücken. Und regelmäßig so eine Minion fallen, wenn sie dabei explodieren. Leben ist so viel Schaden da. Ah, Golden hast du euch nicht liegen lassen. Also der Grund, warum ich keinen VR machen würde jemals, weil ich Looper VR, also ich hab's einmal ausprobiert und instant einen Ausschuss bekommen. Dann brauche ich mich das auch nicht mehr ran. Hab die Kiste. Ist ja der Fan davon. Oh, da ist der Codex, wie ist mein Questleiter? Brauche Zeit, um das zu tun. Aua, das hat weh. Die Kiste zurück. Guck mal, was es hier für einen Boss gibt. Hast du eine Klassenquest? Jo, das war nur der Codex. Na, okay. Ja, gut, der Boss den Kopf, den das Auge beim Kopf hat, ist natürlich Vorteil. Wobei schnell töten ist da relativ. Ja, aber es reicht auch nur den Münch zu machen, habe ich gerade gesehen. Das fühlt sich ja auch schon. Okay. Und let's go. Dämon. Nice. Und die Frage, was jetzt besser ist. Giftverzauberung, Eisverzauberung oder Schattenverzauberung auf dem Bogen? Keine Ahnung. Also. Alles durchtesten später. Also Gift und Schatten macht, glaube ich, Schaden über Zeit. Eis macht halt nur Stunt, glaube ich. Kann aber auch stark sein, abhängig davon, was wir brauchen. Das stimmt, ja. Ja, also, ich habe also keine Ahnung, welche Bild ich mache. Ich probiere gerade einfach ein bisschen aus, aber ich habe halt ziemlich viel, was Gegner irgendwie stunt und behindert, also der supportet und gleichzeitig habe ich auch ein One-Target-Fähigkeiten. Wie Jäger ist halt meistens in allen Spielen spielt. Ja. Nice, was? Ich hab Damage. Was? Ich hab einfach nur Plain Damage.
Hi Alex. Grüße. Ja, Alex hat gestern mein Badzimmer eingerichtet. Echt? Cool. Gut. Ja. Was hast du jetzt für Spezifikationen, Hannes? Also, was kannst du jetzt machen? Ich muss sie noch abgeben. Ah, okay. Warum habe ich eine Krone, wenn man... Also hatte ich das die ganze Zeit schon? Ja. Genau. Okay. You are the king. Also, diese Farbe, mit wem Hannes hier spricht, das ist auf jeden Fall immer ganz Interessantes bei uns, muss ich schon sagen. Ja. aber die Lehre. Betrete den verlassenen Verschlag, okay. Klingt auch gut, wenn das Badezimmer super geworden ist. Von Fabi. Ja. Ich habe sogar Handtücher mit LED-Beleuchtung bekommen. Cool. Handtücher oder Handtuchhalter mit LED? Handtücher. Klingt exotisch. Ja, mal was Neues. Ich kann mich jetzt im Schatten umgeben. Interessant. Cool. Ah. Wird immer Schatten verbraucht, wenn ich Schaden nehme. Das heißt, ich habe quasi ein paar Free Hits. Weiß nicht, ob ich das besser finde als die Stun-Bombe. Das fliegt ihm doch gleich alles um die Ohren. Habe ich es nicht gesagt? Läuft aber die Tommy Gun vorbei. Ach nix, hier läuft einer vorbei, der ist Tommy. Okay. Ich bin gerade wegteleportieren gewesen, als ein Ereignis gestartet ist. Hä? Hey. Ich bin kurz verwirrt. Die Schmiede ist heiß, falls etwas bricht. Ich muss schon mal aufräumen und einsortieren, Alex. Warum habe ich bei diesen... Okay, hier ist ja gerade nur kalt, nicht überall kalt, aber warum habe ich Schlappen an, also Sandalen? Ja, weil du ein Deutscher bist. Mit Socken. Nee, das ist euch keine Socken. Okay, da sollen wir jetzt haben. Aber nur Sandalen.
Ich muss aber mal googeln, was mir das gebracht hat. Ich habe nirgendwo eine Anzeige. Wollen wir jetzt hier noch ein bisschen das Gebiet aufräumen? Ja, lass mal die Axt hier suchen, die hier rechts ist. Da unten ist da noch ein Dungeon. Die entweite Katakombe. Wenn ich nämlich auf die Karte gucke und da oben steht 2 von 35 Schneemaufgaben ist erledigt, kriege ich irgendwie. Und dann sind wir die Region. Ja, genau. Ah, gut zu tun für Komplizisten. Na, ich habe schon 100 Gegner mit dem inneren Auge markiert und getötet. Habe ich noch gar nicht so lange aktiv. Aber gut, der geht auch schnell, glaube ich. Wow! Der Holzfäller. Lebt denn der alte Holzmittel noch? Nein. Jetzt nicht mehr. Direkt abgeben oder wollt ihr erst den Dungeon machen? Lass uns noch kurz noch machen. Das ist kurz, von auch anders ist ja nicht geil, weiß ich mal. Hinab. Bleibt er so lang? Bei mir auch, ja. Ja, das Spiel ist tot. Ist es? Ach, das war der Gag wegen dem Jahr. Ich warte mal hier auf euch. Das hat aber lange gedauert, diesen anderen zu laden, ey. Die wird auch eine SSD nix. Ist auch das Spiel gewesen. Andi schreibt, es funny cause it's true. Ich glaube, es ist auf Fabis Kommentar bezogen, ich weiß nicht. Was ist? Keine Ahnung. Andi hat geschrieben, it's funny cause it's true. Ach so. Ein Fragezeichen aber dahinter. Das war eher eine Frage als eine Feststellung. Voll in der Bahn.
Kann man kurz verkaufen. Immerhin alles schreddern. In den Schredder. Yep. Ganz kurz eine Sekunde weg. Jo. Ist etwas davon besser, ja. Das ist besser. Da bin ich wieder. Jo. So, ich sage, ich mag den düsteren Stil hier. Also, bisschen realistischere Grafik. Ja. Genau. Maybe. Er ist auch insgesamt auch von der ganzen Thematik ja düsterer als der Vorgänger. Finde ich sehr gut. Das ist echt cool. Haben wir es gewunden. Wir kamen her, um dieses Übel auszulöschen, doch nun. Ich kann meine Freunde nicht hier lassen. Nicht so. Wir schaffen das nicht allein. Der letzte gefischt. Was ist das? Der letzte gefischt. Oh ja. Die allerletzten Spinnen, dann sagen die Maya. Nicht, dass die Maya da Ahnung haben. Das ist der klassische Faktor Fabios. Oder. Yeah. Lass mal die Profis machen hier. Gibt's sehr wenig. So. Mega-Modus aktiviert, jetzt kommen keine Gegner mehr, toll. Ah, doch, hier. Es ist nicht hier, doch ich hoffe, so. Es hilft. Hier, etwas für eure Mühen. Das habt ihr euch verdient. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Das hat im letzten Dungeon schon gesagt. Immer wieder haben wir neue Probleme. Dass die auch immer in Schwierigkeiten kommen müssen. Ruhig war wirklich. Boah, die Kapuze ist mal cool. Passt ja sehr gut zusammen, was ich hier anhab. Fashion Diablo erstmal. Mhm. Ah, da hinten. Ja.
Ich glaube, ich werde bei der Zauberin bei Blitz bleiben. Das macht sehr viel Spaß. Und den großen Nachteil, dass alles auf mich zurennt, habe ich in der Gruppe auch nicht. Was hast du jetzt für deine Falle genommen, Tobi? Ich hab Gift. Ich hab mal raus. Ah. Sehr gut. Das letzte Konstrukt. Okay, das ist ja richtig weit weg. Ich hasse Gift.
Team. Ich bin festgebracht, ich komme weg. Jetzt. Ich bin mich gerade auf das Ding drauf teleportiert, als ich den Knochenball da gemacht hat. Deswegen bin ich zwischen dem Ding und dem Knochenball gelandet. Ich bin noch nicht bereit. Was für ein Wächter? Wo die noch ist? Got a comp key. Müssen wir nur das Tor finden. Hier ist das Tor. Verschlossen. Die Blutwache. Klingt ja super. Das hier. Was war sonst? Was ich finde. Ja, das sind auch unterschiedliche Spinnenbosse hier. Gibt es gebackt? Hier kommst du wieder raus. Du kannst aber sehr gut stacken, wenn du da stehst. Ne? Ah. Können wir noch was machen? Ja, du wolltest dich hauen lassen. Was ist das denn da? Oh Mann, hier ist alles voller Gift. Ich rast aus, ey. Scheiß Spinne mit ihren Eutern da. Das ist... Euter. Ja, was soll man nicht durchleben? Ich brauche mehr Zeit. Habe ich gerade mal Damage am Ende richtig gefressen. Ich glaube, jetzt spielen immer mehr Leute Diablo. Wieso? Weil es jetzt immer länger lädt. Das kann sein. Das ist ja der Nachteil einer Open World für alle. Nicht eine ja, dann Lobby. Hör mal auf, weißt du? Eine Lobby steuert, glaube ich, Open World so rum jetzt.
Du musst deinstallieren. Also jetzt. Scheiß Spiel. Alles scheiße. Und negativ. Aber die Frage, wie lange wir heute noch machen wollen. Ja, wollte ich auch gerade fragen. Morgen können wir gerne länger machen, wenn ihr wollt, aber. Ja, wollte ich auch gerade fragen. Ja. Dann bis jetzt. Ja, ich würde sagen, ich gehe die Holzwerk-Quest dann noch ab und dann beenden wir die Folge und den Stream. Ja. Boah. Muss aber nochmal leider zum Wegpunkt. Das dauert also nochmal kurz. Wer das geladen hat. Weil dann ist das Feiertag, das heißt, morgen können wir gerne länger machen, wenn ihr möchtet. Okay. Nö. Fabi, ich weiß, weil die deine Antwort immer, ich muss sie ja gar nicht fragen. Die ist immer ja. Nö. Diesmal nicht, okay. Alles klar. Diesmal nicht. Jetzt ist bei mir ein Punkt erreicht, wo ich einfach nicht mehr will, ja? Mensch. Es muss ein elender Ort gewesen sein. Ja, nee, diese Dinger spielen dann hier und da und hast halt gesehen. Nee, es reicht irgendwann. Ich muss gestehen, dass ich es kaum erwarten kann, von hier zu verschwinden. Ich werde das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Jetzt muss ich das Ding zurück nach Menestad bringen und meinen Lohn. Ja, ich glaube, bei den Ladezeiten ist, glaube ich, ganz gut, dass wir aufhören. Ich hänge hier mehr im Ladebildschirm als sonst was. Das ist strange, ja, ne? Was darf sein? Hm. So, das war die Holzfäller von Nevesk. Damit haben wir ja immer noch 50 Sachen, die man hier machen muss. In dem Gebiet. Ja. Cool. Ah. Sogar noch mehr. Wenigstens Content. Und das ist ein Gebiet von, ich glaube, 6 Stück oder 7. Ja, da haben sie schon 100 Stunden angepeilt, schmeckt das schon. Und wirklich alles machen wir halt. Wenn du dich quest auf jeden Fall, wenn du. Das ist so gemeint, wie wenn du alles machen willst, ja. Wenn du nicht alles machen willst, nur. Aber bin ich, also Topsen. Natürlich machen wir alles. Ja. Und an der Stelle ist es Zeit zu sagen, danke fürs Zuschauen. Korrekt, danke fürs Zuschauen, auch bei der Folge hier und allgemein. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.